Hallo, werter Patient, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir sollen jetzt ins Elysium, nachdem wir das... Ich kann mir den Namen der Droge einfach nicht merken. Irgendwas mit A? Antrags... Keine Ahnung. Wir haben aber auch EP bekommen. Wir sind jetzt bei 6. Wir könnten... unsere Computerfähigkeiten mal, genau, ich glaube ja tatsächlich, dass ich damit zufrieden bin, die Fähigkeiten aufzubessern. Und da hat mein Handy ein Geräusch gemacht, die unangenehm. Handy, warum tust du so etwas? Geh auf, sei brav und geh auf lautlos. Total lautlos, bitte. Wo geht's denn jetzt, Handy auf lautlos? So, Leute, jetzt stört uns auch das Handy nicht mehr. Ich entschuldige mich dafür. Aber das müsste erledigt werden. Was zum Teufel? Moment. Spielladen. Hier eben. Nein, 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 nein. Verdammt, guck an. So. Wir haben jetzt immer noch EP, die wir verteilen können. Ich wollte, wie gesagt, mal einen auf Computer legen. Noch einen auf Sicherheit. Auch mal. Okay, dann passt das schon. Weil das bis jetzt so die für uns offensichtlich wichtigsten sind. Gehen wir doch mal hier hin, wenn wir da rein können. Oder ist hier abgeschlossen? Hier ist abgeschlossen, okay. Dann müssen wir jetzt ins Asylum. Das ist in der Richtung. Das weiß ich noch. Na, 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 na. The Asylum. Ne, das ist es nicht. Da geht es zum Asylum. Aber wir müssen im Moment ja gar nicht zum Asylum. Nein, 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 Moment. Doch, na klar müssen wir ins Asylum, denn wir müssen die dort dazu überreden, dass sie mit der Feder aufhören. Aber es gibt hier in der Stadt ja noch mehr zu tun. Es gibt ja noch dieses tolle, den tollen Text vom Tremere-Regenten. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dieses Gedicht. Große Macht, trotz deiner Jugend, spüre ich. Hat sein Haus in Los Angeles... Ah, wir müssen erst... Es geht erst, wenn wir in Downtown sind. Okay, das heißt, dann geht's noch nicht. Sie müssen ihn finden auf seine Einladung... Okay, nein, das heißt, wir müssen in Santa Monica. Wobei, das ist ja alles in Santa Monica, ne? Jihad für Anfänger. Sie haben den Zapperlangriff überlebt. Das war ein Downtown, okay. Na gut, ein explosiver Anfang, das klingt nicht gut. Okay, wir müssen also ins Asylum kommen und das ist ja das Ding hier, ne? Genau. Mit der Vermutung, dass wir da nicht so einfach reinkommen werden, aber man kann es erstmal versuchen, nicht? Doch, kommt man. Ah. Natürlich, damit hätte ich... Ah, es ist ein Elysium. Okay, das heißt, ich... Holla, die Waldfee, hast du mich erschreckt. Nein! Nein! Wer bist du? Wir sind freundlich. And the name on all the men's room walls. The whole world tries to make me smile. And everyone always wants to know who is that girl. Hast du einen Namen? Ich werde nicht mehr. Hast du einen Namen, den ich hier merken kann? Hast du einen Namen? Wir sind höflich. I am Jeanette. Ah. And this bit of chaos crammed in a certifiable giggle is my club. I just love to give you funny feelings all night, sweetheart, but I really must trouble with some business. Okay. We'll reunite Sweden soon, I promise. Bald.
nicht bald genug sein. Ja, wir sind freundlich und höflich zu ihr. Das ist Jeanette. Das ist ja eine der Schwestern. Und wo die hin will, müssen wir auch hin. Ah, wir sind wieder frei. Ich vermute, wir können hier nicht einfach den Knopf drücken und selbst fahren. Das dachte ich mir. Wenn sie nach oben fährt, dann nehmen wir einfach die Treppe nach oben hin. Das sieht alles sehr vampirisch aus. Ist auch ein Elysium. Es gibt hier so mehr als ein Elysium, okay. Oh, sorry. So, ich kann nicht mehr. Weißt du, wo Therese ist? Okay. Ich muss mit ihr reden. Ganz genau. Nein, das zweite ist besser. Okay. Ja. Danke, auf Wiedersehen. Oh Gott, ist die Musik im Hintergrund laut. Nun gut, egal, wir können aufwärts fahren. Musik, du könntest jetzt leiser werden. Danke. Mhm. Achso, wir dürfen hier keine Disziplin ansetzen. Ja, okay. Feeling that dirty, diseased mind, sin. You have no shame. Let's see who is without sin, past the fierce tone. Go ahead and mock me. You pull your pranks, make fun of my ways. It suits you. You're just one big joke. Don't you call me that. Did I start calling a duck a pig as well? Was zum Teufel geht da ab? Ich muss mich gerade ein bisschen auf das Lesen konzentrieren. Oh oh. Run away from the truth. I'll take care of everything, as always. Das ist kein gutes Zeichen. Kann ich wieder runterfahren? Hm. Ist denn jetzt hier die Tür? Ist die irgendwo offen? Nö. Ja gut, dann halt keine Weapons. Aber irgendwas würde ich hier schon gern machen können. Ja, ja, okay. Sehe ich hier gerade irgendwo was? Z? Na komm, ich will aus dem Fahrzeug raus. Aus dem Aufstuhl. Aufstuhl. Mhm. Aufzug raus oder Fahrstuhl, so rum. Hallo, ich will hier raus. Laden wir doch einfach mal ganz kurz nach. Ja, geht ja nicht anders, wenn es verbuggt ist. Ja, ich habe das mit der Blutung verstanden, das Ärger, dass ich da letztens nicht dran gedacht habe. Aber wir sind jetzt wieder hier beim Elysium. Huhu, war das knapp. Nee, Raben der Nacht brauchen wir nicht, wir brauchen eine Verdunklung. Der fand auch niemanden berühren, ne? Gut, geschafft. F8. Das ist nachher vor die Blutbank. Und jetzt nochmal das Obvious Gate wieder an. Und gehen da rein. Und hier geht das eh gleich aus. Und wir dürfen nochmal mit Jeanette reden.
dieser zarten Gestalt. What do we have here? Ja, das hatten wir schon. Wer bist du? Hast du einen Namen? Genau. Genau, sie geht jetzt wieder hoch und wir reden gleich mit dem Barkeeper und probieren das dann nochmal. Wasser brauchen wir nicht mehr weiter zu schleichen, glaube ich. Ah, hier wäre der Ausgang, okay. Er hat aus mir unerklärlichen Gründen seine Augen geschlossen. Und wer bist du? Du siehst so vampirig aus. Ups! Ah, kommt, was ist denn? Wir können das Licht ausmachen. Oh, das ist nett. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja. Die zwei. Gut, wir machen das gleich wie vorne. Ob das so schlau ist, wissen wir noch nicht. Ich finde die Musik immer noch ein wenig zu laut gerade. Ah, diesmal ist sie aufgegangen. Ein Goldring, den kann man bestimmt später verkaufen. Das ist das tödliches Fest, das kennen wir schon. Moment. Oh, wir können es im Spiel nicht sehen. Moment, ich möchte abspeichern, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so gut ist. Wenn wir da gleich einbrechen. Oh nein, okay, das ist fest abgeschlossen. Na gut. Okay. Jetzt können wir. Ich nehme an, du bist Therese. Come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, ja. I suppose that kind of personality is a necessary evil. Durchaus. Wenn Sie meinen, heißt sie sind Therese. Ich bin nur froh, dass sie weg ist. Sie sind Therese. Jeanette, sie hat nicht gestört. Nonsense. She's nothing but. Okay, Entschuldigung. Ich will das eigentlich. Therese Borman, yes. I'm the proprietor of this club and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Nicht einfach, wir müssen uns genau überlegen und das formulieren. Ich dachte, Dylan gehört Jeanette. Es ist beides kein Schonsatz. Tom's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Ach, kein Problem. Schon gut. Also sagen Sie ihm, alles okay? Warum hassen Sie ihn? Warum? Was ist da los? He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? Naja, okay. I most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Können Sie verbreiten, dass Sie keinen Streit mit ihm wollen? Soll ich ihn finden und umbringen? Oh, ich werde keinen Nosferatu töten. Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? Das ist schade, aber ich muss ihn dringend sprechen. Die Eins. Tongue and his co-conspirators' actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures, and one in particular has been, to say the least, an ordeal. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tongue have been swept under the rug, but in return, you'll have to. Darüber lässt sich reden, meine Dame. Ich werde mich nicht gegen einen Nosferatu stellen. Noch eine. Nein, gern. Ein Geist. Sie meinen ein Gespenst? Kann ich sie nicht einfach töten? Bertram würde das sicher gefallen. Haha, ich werde mich nicht mit ihr. Die drei ist gut. I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist.
Werewolves, Mummies. Okay. Das ist tatsächlich ein Geist. Ich habe keine Zeit für diesen Halloween-Scheiß. Sicher, ich tu's. Welchen Geist los? Die zwei schlauen. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. Okay. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Na dann. Geschäften, die so, wenn ein Hund ihr Stückchen holt. Ja, wir werden die nicht beleidigen. Warum? Ah, zu freundlich. Natürlich, kein Problem. Ich danke für die Mitarbeit. Wo ist denn eigentlich deine Schwester raus, sag mal? Ach, vermutlich hier, ne? Lass mich raten, ist abgeschlossen. Nö, ist es nicht. Aber, hä? Wo ist sie denn raus? Das ist ein wenig unheimlich. Okay, das auch. Ich würde gerne wissen, wo die Schwester hin ist. Und bitte wieder einen Stockwerk nach unten. Gut, wir müssen jetzt also in die Kanalisation. Da waren wir schon ein, zwei Male nicht. Kann ich mich mit dir unterhalten? Nee, ne? Siehst doch so gar nicht aus, als hättest du Gesprächsbedarf. So gar nicht. Gut, das heißt, wir müssen jetzt, ah, okay. Ja. Gut, hier sind wir wieder sicher. Denn hier sind meistens wenig Leute und wir können in die Kanalisation. Ach ja, hier sind wir Nossis doch zu Hause. Fühlen wir uns jetzt vielleicht nicht wohl, aber hier guckt uns halt keiner komisch an. Ich finde übrigens die Tatsache, dass ich in der Kanalisation praktisch immer meinen Blutvorrat aufstocken kann, ziemlich nützlich. Das macht das Ganze um einiges einfacher. Ich glaube, mit anderen hat man es schwieriger. Also ich weiß nicht, was die anderen hier so können. Ich hätte mich auch als Malkavianer eine Überlegung gehabt, durchzuschlagen. Aber ich finde gerade den Nosferatu-Teil weitaus interessanter. Bist du tot oder lebendiger? Du bist eine lebendige Ratte. Ich kann mir von dir also den Rest Blut nehmen. Und jetzt muss ich nur den Ausgang suchen, mit dem ich nach oben gelange, um halt, ne, den Geist loszuwerden. Was bestimmt nicht einfach wird. Das habe ich so oben. Das dumpfe Gefühl, dass das nicht so einfach wird. Da ist er ja. Der Weg, den ich suche. So. Und geöffnet. Dann mach mal wieder zu. Muss ja nicht jeder hinterherkommen. Und hoch. Erfahrung erhalten Sie durch erfüllte Aufträge. Zu dieser Erfahrung erhalten Sie möglicherweise während des Auftrags für die Erfüllung spezielle, besondere Vorgehensweisen oder alternative Lösungswege. Das sieht hier schon nicht allzu toll aus. Ich meine auch schon irgendwas von dem Geist gesehen zu haben, hä? Womit ich die offensichtliche große Tür nehme. Durchaus eine Möglichkeit sein mag. Schauen wir uns doch erstmal ein bisschen drumherum um. Hm? Vielleicht gibt es ja einen Hintereingang oder ähnliches. Gut, sieht es damit im Moment nicht nach, sieht im Moment nicht danach aus. Wobei, kann ich denn hier lang? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich kann mich da hochschwingen. Ist halt noch im Bau, wie die gute Therese uns erklärt hat. Oder was die Therese hat angedeutet und wir uns jetzt hier auch eindeutig sehen. Aber es scheint nicht so, als... Ah, von hier kommen wir, ne? Ja.
Ich würde gerne mehr über den Geist vibes. Oh, Moment, erstmal gucken wir mal, was hier drin ist noch. Kann man das einfach so aufmachen? Aber was da drin ist, sehen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, bis dahin verabschiede ich mich in die nächste Folge. Euer Professor Creep vom Asylum of Gaming. Ciao!